Noch vor der Taufe des zweiten Schiffes wird am 11. Januar 2002 auf der AKMTW-Werft in Wismar die dritte im Bunde auf Kiel gelegt. Das ist die Geburt der AIDA Aura. Unter dem Motto AIDA Aura by Night wird schon 15 Monate später, nämlich am 12. April 2003, die AIDA Aura in den Kreis der schönen AIDA-Clubschiffe aufgenommen. Das Topmodel Heidi Klum darf inmitten dieser gigantischen Aufführung dem Schiff seinen Namen verleihen. Möge Lebensfreude ein ständiger Gast sein, möge dein Lächeln alle Herzen erfreuen. Und somit taufe ich dich auf die AIDA Aura und wünsche dir und deinen Gästen und deiner Mannschaft eine gute und erfolgreiche und sichere Fahrt. Und wir dürfen nicht vergessen, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Viel Spaß! Und was die eine Schöne der anderen Schönen wünscht, hat sie bereits. Und die AIDA Aura kann gleich zu ihrer ersten großen Reise aufbrechen.